Heute geht es um die Bestimmung von lichttechnischen und strahlungsphysikalischen Kenngrößen von Verglasungen. Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge Spaß mit Glas. Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir ein bisschen umgebaut, aufgerüstet. Einfach deshalb, weil wir euch auch weiterhin gerne erheitern und unterhalten wollen, aber auch informieren. Und da freue ich mich auch schon weiter drauf. Ja, wie im Intro eben angekündigt, geht es heute um die DIN-EN 410 auf kurz. Wir haben diese Norm schon mal in der einen oder anderen Folge angerissen, aber da wir ohnehin jetzt eine Normreihe machen, also die DIN-EN 410, da geht es im Wesentlichen darum, zu bestimmen, wie viel Licht und auch Energie durch eine Verglasung durchgeht. Entweder durch ein einzelnes Glas, aber auch durch Isoliergläser. Ja, letztendlich könnt ihr euch vorstellen, fällt so eine Norm eigentlich nicht vom Himmel, sondern die basiert auf physikalischen Gesetzen. Und wichtig ist diese Norm eigentlich deshalb, um sich auf einen bestimmten Standard zu einigen, damit man hinterher nicht Äpfel und Birnen vergleicht. Zum Beispiel, naja, was für ein Licht nehme ich denn genau, um da die Lichtdurchlässigkeit zu bestimmen? Es gibt ja Sonnenlicht und LED-Licht und so weiter. Und das sind solche Sachen, wo man sich dann darauf verständigt. Und der Rest ist dann eigentlich reine Physik mit Formeln, die dann auch relativ gut nachvollziehbar sind, wenn man sich dafür interessiert und Spaß daran hat. Und damit kann man dann hinterher auch angeben bei Verglasung, wenn man sich auf diese Norm bezieht, dass man sozusagen dann auch verschiedene Verglasungen untereinander miteinander vergleichen kann. Ja, gültig ist auch diese Norm, wie die vorherigen genannten, eigentlich auch immer für Bauwesen. Das heißt, wenn die Gläser irgendwo in die Gebäude reinkommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt bestimmte Größen, die in dieser Norm dann halt festgelegt sind. Das sind zum einen die bekannte Lichtdurchlässigkeit, also das Licht, was wir mit unserem Auge sehen können. Dann aber auch die Energiedurchlässigkeit, vor allem auch die gesamte Energiedurchlässigkeit, was ja der berühmte G-Wert ist, also wie viel Sonnenenergie geht durch eine Verglasung durch. Und dann aber auch weitere Größen, wie zum Beispiel die Reflexion, also wie stark spiegelt das Glas. Und auch die UV-Transmission lässt sich berechnen. Das heißt UV-Licht, Energietransmission und Lichtdurchlässigkeit. Ja, das sind, wie gesagt, auch schon wieder fast immer dieselben physikalischen Gesetze, aber immer auf verschiedene Wellenlängenbereiche bezogen. Wir wissen ja, UV-Licht hat eine andere Wellenlänge als zum Beispiel das sichtbare Licht. Und außerdem gibt es da noch einen Passus, einen Absatz zum sogenannten Farbwiedergabeindex oder zur Farbwiedergabe. Und das war ja, das haben wir auch schon mal kurz angerissen, sozusagen eine Größe, mit der man angeben kann, wie farbecht irgendwelche Farben durch eine Verglasung zu sehen sind. Ja, unter dem Strich ist das eine der bekanntesten Normen, die wir vor allem von Datenblättern kennen. Da steht immer drunter, berechnet nach DIN-EN 410. Und wo man sich dann gerne mal noch um das ein oder andere Prozentzählchen kloppt, was denn jetzt besser oder schlechter ist, das kann man halten, wie man will. Aber unter dem Strich kriegt man da meistens wirklich eine sehr gute Indikation für diese Werte, zum Beispiel auch, um direkt zu entscheiden, Mensch, wie viel Licht geht denn da durch und wie ist denn der G-Wert? Ist es ein Wärmedämmglas mit hoher Energiedurchlässigkeit oder ein Sonnenschutzglas mit niedriger Energiedurchlässigkeit? Da gibt es ja auch kein Gut oder Schlecht, sondern immer nur Right Product, Right Place, ist es am richtigen Ort. Von daher ist das wirklich eine wichtige Norm, die vielfach verwendet wird. Ja, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich bis aufs nächste Mal.